Liebe Einwohnerinnen und Einwohner des Burgenlandkreises, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir stehen heute am Beginn des Jahres 2021. Das soll Anlass sein, um auf das alte Jahr zurückzublicken, aber auch nach vorn zu schauen. Die zurückliegenden Monate waren für uns alle geprägt durch die Corona-Pandemie. Es waren herausfordernde Monate. Einige von uns haben Familienangehörige verloren. Viele waren erkrankt. Ich persönlich auch. Alle mussten mit Einschränkungen ihrer persönlichen Freiheit umgehen. Das alles wird uns auch im Jahr 2021 zunächst begleiten. Aber es darf nicht dazu führen, dass wir den Blick für andere wichtige Aufgaben, die vor uns liegen, verlieren. Dazu gehört die Bewältigung des Strukturwandels, der Ausstieg aus der Kohle. 18 Jahre lang wird uns dieses Thema im Burgenlandkreis begleiten. Dazu gehört auch, dass wir die Bildung weiterhin im Blick behalten müssen und große Bildungsprojekte umsetzen. Damit meine ich einerseits die Sanierung und den Bau von neuen Schulen und auch von Bildungscampus, die wir im Jahre 2021 angehen wollen. Aber ich meine andererseits auch pädagogische Inhalte und die Digitalisierung der Schulen von innen, das Schaffen von neuen Lernmöglichkeiten in den Schulen, aber auch von zu Hause. Wir sollten auch soziale Themen nicht aus dem Auge verlieren. Mir ist gerade im zurückliegenden Jahr, als es oft um Alten- und Pflegeheime und deren Bewohnerinnen und Bewohner ging, klar geworden, dass wir in jedem größeren Ort, in jedem Grundzentrum im Burgenlandkreis Möglichkeiten brauchen für betreutes Wohnen, damit die älteren Leute ihre gewohnte Umgebung nicht verlieren. Wir wollen im Jahr 2021 den Breitbandausbau zu Ende bringen. Das heißt, das Glasfaser wird dann in jedem Dorf anliegen und uns schnelles Internet ermöglichen. Ich möchte Sie alle herzlich bitten, dabei mitzutun und diese Prozesse zu begleiten. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns allen ein frohes, glückliches, zuversichtliches, vor allen Dingen aber ein gesundes neues Jahr.